Heute für euch 5 berühmte Personen, die durch Drogen alles verloren haben. Los geht's! Nummer 5. Heath Ledger. Viele von euch kennen ihn durch den Batman-Film The Dark Knight. Dort spielte er den sogenannten Joker. Es war allgemein eine Vermutung, dass er viel mit Depressionen zu tun hatte. Das hatte ihn dazu verleitet, das ein oder andere Mal Drogen zu nehmen. Außerdem kam dazu, dass er sich in seiner Rolle als Joker so tief hineinversetzt hatte, dass er kaum noch schlafen konnte, weshalb er dann Schlaftabletten nehmen musste. Am 22. Januar 2008 fand man Heath dann leblos in seinem Apartment. Der Grund für seinen Tod war ein tödlicher Medikamentencocktail, welchen er am Abend davor genommen hatte. Und die Nummer 4, Michael Jackson. Wie wir alle wissen, hatte er an sich schon genug mit dem Unfall zu tun, welcher ihm unzählig viele Operationen verschaffte. Durch diese wurde er weiß und hatte die bekannten Probleme mit seiner Nase. Außerdem hatte er mehrere Jahre eine heftige Drogenkarriere. Diese dürfte auch einige Ereignisse in seinem Leben begründen. Das Ironische ist, dass er am Schluss an einer Droge gestorben ist, die ihm im Krankenhaus verabreicht wurde, und zwar Propofol, welche zu den Narkotika gehört. Man vermutet, dass der Arzt ihm eine Überdosis verabreicht hatte, wodurch er dann gestorben ist. Und die Nummer 3, Charlie Sheen. Die einen lieben ihn und die anderen hassen ihn. Jeder kennt ihn aus der Erfolgsserie Two and a Half Men. Wie den meisten bekannt ist, hatte er vor den letzten paar Staffeln Streit mit dem Regisseur, woraufhin er die Serie verließ und er durch Ashton Kutcher ersetzt wurde. Es ist allgemein bekannt, dass er sehr viele Drogenprobleme hat. Nicht nur in der Serie, sondern auch privat. Die ganze Sache eskalierte aber erst richtig, nachdem er vom Regisseur gefeuert wurde. Doch er ließ sich schnell etwas anderes einfallen, um Geld zu verdienen. Er machte in einer anderen Serie namens Anger Management mit, welche ebenfalls sehr erfolgreich wurde. Und die Nummer 2. Whitney Houston. Für viele ist sie ein Vorbild. Durch ihren damaligen Freund Bobby Brown geriet sie in die Drogenszene. Durch den Missbrauch, den sie in der Beziehung durchmachen musste, hat sie angefangen, Drogen zu nehmen, was dann wohl zu ihrem schrecklichen Tod führte. Sie ist in einer Badewanne in einem Hotel ertrunken. Es gab meistens nur Gerüchte darum, dass sie drogenabhängig sei. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 1, Kurt Cobain. Jeder kennt ihn und die Band, mit der er berühmt wurde. Nirvana. Wie vielen bekannt ist, hatte Kurt schon ab jungem Alter mit schweren Depressionen zu kämpfen. Dies leitete ihn auf die Drogenbahn. In einem Interview meinte er, dass die Drogen ihm zwar halfen, es aber doch immer schlimmer machen. Auf einer Gedenktafel in seiner Heimatstadt steht ein Zitat von ihm geschrieben. Drugs fuck you up. Damit wollte er verhindern, dass Jugendliche weiterhin Drogen zu sich nehmen. Durch die schlimmen Depressionen und den Drogenmissbrauch soll er laut Angaben der Polizei am 5. April 1994 Selbstmord begangen haben. Jetzt könnt ihr euch noch 7 absolut verrückte Drogentrends anschauen. Dazu einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung benutzen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal, ciao.